Okay, wir haben wieder zwei Wege zur Auswahl. Der dritte Weg ist versperrt. Unsere R ist weg. Ich gehe mal hier rein. Da warten uns wahrscheinlich wieder jede Menge Bossgegner hier unten oder Kämpfe im Allgemeinen. Toll, auf die kann ich doch wieder drauflaschen, ohne dass was passiert. Warum habe ich vorhin nochmal die Waffe gewechselt? Kann mir das mal jemand erklären? Weil das ein anderer Gegner ist, ne? So, down. So, einmal schön von hinten anschleichen und den Rücken massieren. Timing. So, der ist down. Jetzt nur noch den Heini hier. Brr. 47, 49 verkauft. Oh, Entschuldigung, ist ja eine Sie. Aber auch wieder nicht gut getroffen. Getroffen, vor allem getroffen, wollte ich sagen. Immer weniger durch das Risk. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Stört aber auch nicht, ne? War zu langsam. Wäre gut, wenn sie jetzt mal sterben würden. Okay, jetzt muss ich mich heilen. Hätte gedacht, ich schaff's noch irgendwie. Aber 75% oder 75% Risk ist ein bisschen viel. So. Oh Gott, jetzt mach ich ja gar keinen Schaden mehr. Fuck. Komm schon. Gespiegelt. Sonst machen wir keinen Damage. So, weg mit dir. Junge, Junge, Junge. Das hat jetzt gedauert, ey. Das hat richtig lang gedauert. So, ihr könnt die Heilknollen kann ich auch nehmen. Gibt mehr HP. Dauert aber auch irgendwie länger, die Animation. So, einmal 100 HP geheilt. Machen sie gleich nochmal. Ah, dass man die nicht irgendwie kombinieren kann miteinander. Das wäre noch cool gewesen. So, jetzt müssen wir kurz einen Moment warten, bis unser Risk gefallen ist. Ich glaube, das kriegen wir nicht so irgendwie runter. Ich kann mich ja mal hier umgucken. Nachdem ich einen Schluck getrunken hatte.
Ist hier irgendwo da? Ist eine Tür, da kommen wir aber noch nicht rein. So, ansonsten, das da oben, das sieht cool aus irgendwie. Ist das ein Fenster oder was ist das? Ah, das ist nur ein normales Fenster, okay, mit so einem, ich sag mal, Vorhang. So, okay. Immer noch irgendwo was. Oh, ein Raid. Der wird mir wieder mal nicht alertet. Warum auch immer. Irgendwie funktioniert meine Alertbox gerade nicht. Vielen, vielen Dank, Mantragucha, für den Raid. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Was habt ihr denn Schönes gespielt? Aber was Tolles. Ich muss mal unbedingt gucken. Meine ganzen Alertboxen sind irgendwie alle kaputt. Ich weiß nicht, warum. Mach ich nochmal den Cache leeren von dem Ding. Vielleicht klappt das dann. So, Risk muss noch ein bisschen runtergehen. Dann haben wir's. Nee, es funktioniert leider nicht. Funktioniert leider nicht. Meine Alertbox ist kaputt. Ich weiß nicht, was die... Oh, ich habe Checkbox gespielt. Schön. Sehr gut. Wollte ich auch spielen. Irgendwann die Tage will ich das auch mal spielen. Ist ja jetzt auf Deutsch, ne? Also hier, You Don't Know Jack. Ist ja jetzt heute oder gestern auf Deutsch erschienen. Ich weiß gar nicht mehr wann. Auf jeden Fall schön. Ja, Vagrant Story ist auch gut. Ist ein gutes Spiel, aber man muss sich erstmal ins Kampfsystem gewöhnen. Oh, wir kommen wieder raus. Schnee? Nein. Insekten? Oh. Nicht schon wieder. Lässt sie sich öffnen? Also, das war eine Frau, die das gesagt hat. Nein, sie ist auch versiegelt. Und bei dir? Nur eine Werkstatt. Ich meine, ob du Schaden erlitten hast. Du redest von der Kriegslage? Den Großteil der Stadt haben wir mittlerweile besetzt. Wie viele Tote? Vermutlich zwischen 60 und 70. Aber wir haben auch den Kontakt zu einigen Einheiten verloren, sodass einige genaue Opferzahl wohl erst nach Beendigung der Mission vorliegen wird. Seit Nachmittag ist die Anzahl der Monster stark gestiegen. Ich weiß. Nachts werden sie auch auf der Oberfläche ihre Unwesen treiben. Bist du mit der Operation unzufrieden? So war das nicht gemeint. Es ist nur ganz anders als in der Ausbildung. Sag bloß, du wirst schwach. Eine Änderung der Strategie gehört nun mal dazu. Kontrolliere deine Angst. Ach, er ist es wieder. Sonst wird dich das Böse fressen. Nee, den habe ich anders gesprochen. Ach, Romeo. Nachdem Sydney unser Eindringen bemerkt hat, beschwört er eine große Menge von Monster aus der Unterwelt herauf, um uns zu töten. Allerdings hat er über sie auch keine Kontrolle. Wenn das so weitergeht, wird das Bannfeld noch gebrochen werden und die Monster aus Le Monde ausbrechen. Wir müssen schnell Sydney finden. Es freut mich, dass Sie die ernste Lage begriffen haben, Commander Nietzsche. Nietzsche? Jetzt müssen Sie nur noch Ihre Gedanken in die Tat umsetzen. Alles in Ordnung, Samantha? Was denkt sich Sydney nur dabei? Er beschwört Monster herauf, denen nicht mal er mächtig ist. Handelt er so aus reiner Verzweiflung? Denkt nicht an ihn, Samantha. Das ganze Gleichgewicht wird aus den Fugen geraten. Das ganze Gleichgewicht? Er ist es. Das war das Werk dieses Riskbreakers. Himmel nochmal. Okay. Cool. Das wusste ich gar nicht mit dem Jackbox-Starter-Pack. Das ähnelt den Symptomen aus dem Fall 72. Ah, nee, er hier.
Ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt sprechen soll. Die Fähigkeit, sich in die fünf Sinne einer anderen Person einzuklinken. Menschen besitzen nämlich alle eine gewisse Wellenlänge und, naja, du suchst dir eine ähnliche heraus und klaust sie dir sozusagen. Zu den Rittern gehörst du nicht, ein Verbündeter Sydneys? Erfahrene Leutchen können sich unabhängig von der Wellenlänge bei jemanden einklinken, aber du musst wohl noch ein bisschen dafür pauken. Mein Name ist Rosenkranz. Bin auch ein Riskbreaker. Was? Lissie schickt mich. Ich bin nämlich deine Verstärkung. Ja, ich sehe mich tatsächlich... Was? Ich sehe mich tatsächlich als dein Partner. Ein Riskbreaker operiert prinzipiell alleine. Außerdem ist eine Änderung des Plans undenkbar, sobald eine Mission begonnen hat. Du hast nicht die leiseste Ahnung, stimmt's? Über Mellencamp, über Le Monde, über Sydney. Nicht den kleinsten Schimmer, oder? Aber du bist natürlich informiert, na klar. Ja, logisch. Du bist der Einzige, der es nicht weiß. Die Existenz des Bösen ist dem Magistrat und auch der VRF doch schon längst bekannt. Es unterliegt eben nur strengster Geheimhaltung. Fortfahren. Es war halt nur nicht vorgesehen, dass du vom Anwesen des Fürsten direkt in Le Monde einsteigst. Und dann dachten wir halt, es ist besser, mich zu schicken als eine Aufklärungsagentin, die zwar hübsch ist, aber wenig Kampferfahrung hat. Und tara, hier bin ich, Partner. Du sagtest, die VRF wusste über die Existenz des Bösen? Ja klar, schließlich habe ich darin ermittelt. Le Monde ist eine Zuchtfarm. Wie bitte? Na, so wie du erlernt man gewisse Fähigkeiten, wenn man mit dem Bösen in Berührung kommt. Wie diese Fähigkeiten dann aussehen, ist bei jedem unterschiedlich. Auf alle Fälle wird man zu etwas Übermenschlichem. Tja, und dafür braucht's halt das Böse. Nur leider ist das Böse nicht leicht zu kontrollieren. Geht eben nicht mit... Was? Geht eben nicht mit und auch nicht ohne, nicht wahr? Deswegen errichtet der Magistrat ein Bannfeld um Le Monde und macht eine Freilandhaltung. Glücklicherweise hat Le Monde dafür die besten Voraussetzungen, weil es ja von Mellencamp höchstpersönlich geschaffen wurde. Eine Stadt der Dämonen, geschaffen zu der Zeit der alten Kylzia. Dann braucht man nur noch ein wenig Köder und die Sache ist gegessen. Köder? Doch nicht etwa... Na, du hast es erfasst. Das Erdbeben vor 25 Jahren gehörte zur Zubereitungsphase. Und das heute auch. Hörst du die Klagestimme der Geister? Es geht also darum, wem das Böse gehört? Yep, und du bist vertretend für den Magistrat. Rosenkranz, richtig? Deine Geschichte ist wirklich äußerst interessant. Hey, ich lüge ehrlich nicht, ganz ehrlich. Aber beweisen kannst du es auch nicht. Die zu finden ist doch deine Aufgabe. Das nächste Mal werde ich keine Rücksicht nehmen. Verschwinde, bevor es dunkel wird, wenn dir was an deinem Leben liegt. Wenn du durch den Wald willst, folge den Schneeinsekten. Sie lieben den Geruch vom Bösen. Schneeinsekten. Okay. Gut, wir haben jetzt offensichtlich einen Kollegen, mit dem wir eigentlich gar nicht arbeiten wollen, weil wir sind ja nun mal ein Einzelkämpfer. Aber was will man machen? Kriegt man sowas halt aufgebrummt, muss man in den sauren Apfel beißen und muss halt eben mit solchen Leuten arbeiten. Das ist halt nun mal so. So, wir speichern mal gerade das Spiel. Jetzt wissen wir auch endlich, wer das ist. Rosenkranz heißt der. Aber es ist auch interessant, dass man ihm wieder einen deutschen Namen gegeben hat.
Die Japaner haben ja so einen Fable. So, okay. Dann begeben wir uns doch mal in den tiefen, dunklen Wald. Na, Sydney? Nein, er wieder. Jetzt ist er doch tatsächlich in den Wald. Der glaubt doch nicht echt, dass der da lebend wieder rauskommt. Hier seid ihr also, Rosenkranz. Was ist er denn jetzt schon wieder? Oh Gott, so viele Charaktere. Lange nicht gesehen, Grissom. Siehst gut aus. Wo ist er hin? Er meinte, er geht durch den Wald. Willst du ihm hinterher? Ich übe für meinen Bruder Dwayne Blutrache, wie es mein Ehrenkodex von mir verlangt. Ja, ist doch klar. Aber sei auf der Hut, der Junge ist stark. Gott wird mich beschützen. Gott, und ich dachte schon das Böse. Was macht ihr überhaupt hier? Ihr habt doch nicht etwa den Pakt vergessen. Schleicht euch bei Sydney ein und versucht etwas über den Schlüssel in Erfahrung zu bringen. Achso, das hat er gerade gesagt. Okay, ja. Ja, ich weiß. Es ist nur, irgendwas macht mich bei Sydney stutzig. Was meint ihr? Naja, egal wo er hingeht, trifft er auf starke Monster. Ist nicht weiter schlimm, er macht sie ja eh alle platt. Sagt bloß, ein Aasfresser wie ihr habt es mit der Angst bekommen. Ach Schwachsinn, Aasfresser sind immer sehr wachsam. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass Sydney persönlich die Monster heraufbeschwört. Eine interessante Theorie, sogar für Sydney werden sie zu stark. Nein, darauf wollte ich nicht hinaus. Ich glaube, er passt sie seiner eigenen Stärke an. Was meint ihr? Naja, ein bisschen schwer von Begriff heute, wie? Was ich sagen will, ist, dass Sydney womöglich absichtlich den Verseuchungsgrad erhöht. Mit welcher Absicht? Ach, wenn ich das wüsste. Um stärker zu werden wahrscheinlich, oder? Immer den Schneeinsekten hinterher, Grissom. Sie mögen das Böse. Er will doch nicht etwa... Doch. Er will. Ich weiß zwar nicht was, aber er will. Na gut, dann schauen wir mal. Wir sind jetzt hier im immergrünen Fliegenwald. Schneewald. Ich kann mir doch keine Namen merken. Wo kommen denn all die Schneefliegen her? Vielleicht, weil es schneit. Vielleicht ist es wirklich Schnee. Keine Ahnung. Hier richtig? Aber ich sehe nichts. Ich sehe nicht, wo ich hinlaufe. Gehen wir mal hier lang. Wir sind offensichtlich richtig. So, und das ist der Kater mal wieder. Nein, ich habe die Waffe weggepackt. Körper, was ist denn das? Ich sehe leider nicht, was es ist. Ach, Loki. Was machst du hier? Ist hier nichts zu suchen in dem Zimmer. Oh Mann, ey. So, wir nehmen mal eine andere Waffe. Ich würde mal sagen... den Gekodierer. So, gucken wir mal. Einen Moment bitte.